Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute um vielleicht eine der ältesten Marketingmethoden überhaupt, nämlich das Schreiben von verkaufsstarken Werbetexten und wie man das Ganze hinbekommt, was es da für Fallstricke gibt, was man vielleicht auch falsch machen kann. Ich habe heute auf jeden Fall einen absoluten Experten hier, nämlich Julius Chemnitzer. Julius ist Werbetexter, arbeitet auch mit sehr vielen unserer Kunden zusammen und wird uns heute mal ein bisschen in diese Welt einführen und erzählen, ja, worum es da letzten Endes geht. Julius, freue mich sehr, dass du hier bist. Vielleicht mal so direkt zum Einstieg, mal so die Frage, Werbetexten ist wirklich wahrscheinlich seit Hunderten von Jahren gibt es das eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob es immer so geheißen hat, aber grundsätzlich war es auf jeden Fall schon ein relativ traditioneller Werbebereich. Was macht das gerade heutzutage so spannend? Ja, auch gerade in Zeiten von Social Media, von so vielen Möglichkeiten. Ist Werbetexten heute eigentlich relevanter denn je? Was würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall. Also zuerst hast du auf jeden Fall recht. Werbetexten kommt eigentlich ursprünglich aus den alten Direktmarketingbriefen. Also währenddessen heute Facebook-Ads geschaltet werden, hat man früher einen Brief nach Hause bekommen oder die Zeitung. Und dort gab es auch schon Ads, die komplett getextet und geskriptet wurden. Nur ist es so, dass Deutschland dieses Thema so ein bisschen verschlafen hat. Was meine ich damit? Und zwar ist Copywriting eigentlich so der Kern von Marketing. Er entscheidet darüber maßgeblich, ob ein Kunde kauft oder eben nicht, ob er gefesselt wird und abgeholt wird und sich dann am Ende für eine Aktion einträgt oder ob er halt einfach gelangweilt ist und abspringt. In Deutschland ist es so, dass es wenige gibt, die dieses Handwerk sehr gut verstehen. In Amerika ist es ein bisschen größer, dort gibt es bessere Ausbildungssysteme. Dort ist einfach Marketing auch so ein bisschen breiter getreten und auf jeden Fall schon nur 1 bis 2, 3 Jahre hier dem deutschen Markt voraus. Und gerade weil die Digitalisierung voranschreitet und es immer mehr Marketingagenturen auf dem Markt gibt und alles immer mehr online abgewickelt wird, sind Werbetexte entscheidend denn je. Ja. Ja, jetzt gibt es ja rund um das Thema Werbetexten vielleicht auch das ein oder andere Vorurteil oder Leute, die vielleicht auch ganz falsche Vorstellungen davon haben, irgendwie denken, ja, das bisschen Texten, das macht sich ja von allein so nach dem Motto, das kann ich irgendwie selber machen. Mit was wirst du da so konfrontiert? Also was siehst du vielleicht so rund um das Thema Werbetexten so für Irrglauben, die da draußen so rumschwirren? Nun ja, grundsätzlich sind Vorurteile relativ rar gesät, weil die meisten Agenturen oder Dienstleister, die auch zu unserem Kundenstamm gehören, die haben schon die Notwendigkeit und die Wichtigkeit und die Power von Werbetexten verstanden. Wenn ich vielleicht ein explizites Vorurteil nennen könnte, ist, die meisten Leute denken immer, dass Werbetexte schön klingen müssen, toll geschrieben und alles klingt so rund und toll. Das ist aber eigentlich gar nicht der Fall. In Werbetexten geht es vielmehr darum, die Zielgruppe ins Herz zu treffen. Also die wahren Schmerzen und das tiefe Verlangen von Personen zu kennen und die dann optimal 1:1 aufs Wort, aufs Blatt zu bringen. Ja. Das bedeutet im Endeffekt, ein guter Werbetext ist so geschrieben, dass die Zielgruppe denkt, okay, der Schreiber hat mich besser verstanden als ich selbst. Das ist natürlich dann wahrscheinlich einer der größten Fehler, wenn so ein Werbetext nicht funktioniert. Würdest du sagen, das ist so der Nummer-1-Fehler, dass man sich eigentlich mit der Zielgruppe gar nicht richtig beschäftigt hat? Oder was gibt es sonst noch so für Fehler, die man machen kann, wenn man sich dran setzt und einen Werbetext schreiben möchte? Ja, auf jeden Fall. Also Werbetexten schreiben besteht eigentlich zu 80% aus der Informationsbeschaffung. Das bedeutet, man sollte Interviews mit der Zielgruppe führen, auf Recherche gehen, ein Konzept entwickeln und die anderen 20% sind dann lediglich eigentlich die Ausformulierung von den Inhalten, die einmal gesammelt wurden, in ein logisches Konstrukt. Ja, ja. Was gibt es sonst noch so für Situationen oder für Fehler, die man machen kann rund um so einen Werbetext? Ja gut, es gibt einige Werbetext-Grundregeln, sage ich mal so, die wir auch aufgeführt haben. Ein davon ist zum Beispiel, be clear, not clever. Das heißt, spar dir am besten Wortwitze oder irgendwelche Headlines wie zum Beispiel 2022, das fängt Jahre schön an. So, das sind Headlines, die sagen im Endeffekt nichts aus und noch kein Mensch auf dieser Welt hat gekauft, weil er einen Text gelesen hat, der besonders clever klingt, wo er vielleicht lachen musste, sondern die Menschen kaufen immer, weil sie sich verstanden fühlen. Das ist das, was Vertrauen und auch im Endeffekt das Kaufverlangen erschafft. Ja, ja. Jetzt gibt es natürlich rund um das Thema Werbetexte, habe ich gerade eben schon mal angesprochen, noch ganz oft die Situation, dass Leute den einfach selber schreiben oder dass sie ja vielleicht die Webseite-Agentur, die schreibt den irgendwie halt dann mit so, man nimmt den halt dann ab. Was ist eigentlich so der große Vorteil, wenn man jetzt mit einer spezialisierten Agentur wie eurer zusammenarbeitet? Ja, tatsächlich wickeln die meisten Agenturen Werbetexte für ihre Kunden wie folgt ab. Sie haben einen Media-Buyer, der sitzen, der schaltet die Werbeanzeigen online. Dann meist noch einer, der macht ein bisschen die Grafiken, also die Creatives mit. Und das Thema Copywriting läuft eigentlich so nebenher. Das Problem ist allerdings, dass Werbetexte eigentlich der Conversion-Treiber Nummer 1 ist. Und es ist wichtig, dass du einen Experten hast, der sich wirklich komplett darauf fokussiert, sich die Zeit nimmt und genau, gut auf Recherche geht. Ja.
Was würdest du denn sagen, ist es grundsätzlich für jede Firma wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Oder gibt es da auch Unternehmen, wo es vielleicht besonders wichtig ist, wo du sagst, also wenn man in der Branche ist, dann sollte man sich auf jeden Fall das Thema Werbetexten aber ganz genau angucken? Also generell ist Werbetexten für jede Branche schon wichtig. Nichtsdestotrotz ist es halt gerade im Bereich Agenturen und Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen, die halt online sich präsentieren, umso wichtiger, weil heutzutage werden Inhalte online konsumiert und eben nicht mehr so sehr in den Zeitungen. Und genau, also für jeden, der Marketing macht und gute Ergebnisse haben will, also mehr Leads, mehr Eintragungen, ein gewisses Ergebnis erzielen möchte, für den ist Copywriting halt absolut essentiell. Was kann man von Copywriting eigentlich erwarten? Also wenn man jetzt, ihr habt ja vielleicht auch schon mal den Fall gehabt, so da war eine Webseite einfach schon vorhanden, da hat man die Texte ersetzt oder in einem Printmailing die Texte ersetzt oder bei Facebook Werbeanzeigen die Texte mal komplett neu gemacht. Was passiert dann in der Praxis? Also erzähl mal vielleicht mal so ein Beispiel, was ihr schon hattet in eurer Vergangenheit. Was hat dich da vielleicht mal beeindruckt oder was ist dir da schon mal untergekommen, wo man vielleicht mal dran sieht, was eigentlich das auch für einen Impact haben kann, wenn man einen guten Text hat? Ja, gehen wir vielleicht mal auf das Beispiel Printmedien zurück. Also wir erstellen ja auch für unsere Kunden sogenannte DMC-Reports. Das kommt aus dem amerikanischen Direct Mailing plus Cold Calling. Das heißt, anstatt der typischen Kaltakquise, wie man sie so kennt, werden Direktmailings vorher rausgesendet, um die Zielgruppe sozusagen ein bisschen aufzuwärmen und schon mal mit den Themen vertraut zu machen, bevor der Vertriebler anruft. Und nun ja, es kann gut sein, wenn man jetzt, oder ich mache ein explizites Fallbeispiel, ein Kunde schickt pro Monat 1000 Stück raus und er hatte vorher eine Inbound-Rate von 0,4%. Das bedeutet, aus den 1000 versendeten Reports entstehen 40 Leute, die sich direkt bei denen auf der Webseite eintragen, die sich direkt über das Mailing telefonisch melden und wir konnten eine Steigerung erzielen von 1,2%. Das ist dann natürlich ein deutlicher Unterschied, wenn man betrachtet, dass so aus ca. 10 Leads, ne, muss man fairerweise sagen, ein Kunde entsteht. Wenn wir Kunden haben, die Beratung, Dienstleistung anbieten, die fünfstellig, ne, also 15.000, 20.000 Euro oder höher gehen, da macht es dann halt schon einen relativen Unterschied, wenn man dann halt mehr Leads zur Verfügung hat und die Leads auch noch deutlich besser aufgewärmt sind, weil die Zielgruppe besser verstanden wurde. Ja. Ja, jetzt als Copywriter ist es ja letzten Endes auch so, dass man natürlich mit dem Schreiben von Texten ja auch ein Stück weit mit dafür sorgt, dass Dinge in einer gewissen Reihenfolge aufgebaut sind, ne? Weil am Ende soll ja dem Text, der Story, der Kunde folgen und dann folgt natürlich auch das Design dem Richtig. Ganzen. Wie ist denn aus deiner Erfahrung eine wirklich gut konvertierende Webseite aufgebaut? Also womit fange ich quasi an? Was ist das, was am Anfang steht und wie leite ich dann meinen Kunden da ideal durch? Also beginnen wir erstmal vielleicht mit einem Fehler, den viele Leute machen. Und zwar Unternehmen erstellen Webseiten, wo Besucher darauf kommen und dann geht es erstmal nur um sie. Mhm. Also meistens auf der Startseite schon so ein dicker Über-uns-Text geklatscht. Familienunternehmen, traditionell, wir machen das seit so und so vielen Jahren. Interessiert natürlich kein Mensch. Ist leider so. In der Regel ist eine gute Seite immer wie folgt aufgebaut. Also es gibt mehrere Methoden, wie man rangehen kann. Ein Beispiel dafür wäre, dass man erstmal über den Schmerz der Zielgruppe spricht, also die Symptome benennt, sodass man abgeholt wird als Besucher. Dann geht man auf das tiefe Verlangen ein, also man führt den Leser sozusagen von der Reise vom Regen zur Sonne. Mhm. So ist er dann emotional schon mal abgeschlossen, weil Kunden kaufen immer emotional und rechtfertigen ihren Kauf dann rational. Das bedeutet, erstmal müssen wir auf die Emotionen gehen, also die Schmerzpunkte benennen, das Verlangen. Danach kann die Methode aus der Vogelperspektive erklärt werden. Das Ganze sollte noch mit Vertrauen hinterlegt werden, also sogenannte Testimonials, Fallstudien sollten auf der Seite eingebaut werden. Und erst dann, ganz zum Ende, kommt der Über-uns-Text, wo man sich vorstellt als Firma, als Autor oder als Anbieter. Okay, alles klar. Woher kommt eigentlich deine Expertise in dem Bereich? Jetzt erzähl mal so ein bisschen, Copywriting ist ja etwas, es gibt nicht so viele Spezialisten in Deutschland dafür, hast du selber schon gesagt. Vielleicht erstmal so die Frage, warum ist das so? Also warum glaubst du, ist das bei den Deutschen irgendwie so hinten runtergefallen so? Also tatsächlich in Deutschland so, dass es eigentlich keine richtige Ausbildung gibt, die das so den Leuten halt vermittelt, spezialisiert. Das Problem ist, in den meisten Unis wird es sehr theoretisch halt gezeigt und nur so als Randaspekt beleuchtet. Es gibt eine IHK-Ausbildung zum Werbetexter, die geht 2 oder 3 Wochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man derzeit das Handwerk auf jeden Fall beherrschen kann, so umfangreich wie das ist. Und genau deswegen habe ich mich auch damals entschieden, hey, wenn du schon gute Berührungspunkte hast, also wenn du schon ein gewisses Grundtalent dazu hast,
dann mach doch ein richtiges Geschäftsmodell drauf und draus und genau, deck diese Lücke in diesem Markt. Ja. Wie hast du es dann gelernt, wenn es ja hier in Deutschland nicht wirklich die Möglichkeiten dafür gibt? Wie musstest du dich dann da irgendwie durchkämpfen oder wie kann ich mir das vorstellen? Also zum einen habe ich tatsächlich als Quereinsteiger einfach angefangen und bin in die Praxis gesprungen. Ich habe mich schon immer die Frage gestellt, währenddessen ich Text geschrieben habe, was würde ich jetzt gerne hören wollen, wenn ich der Leser wäre? Gut, auf die heutige Sicht oder von der heutigen Sicht aus betrachtet, gehört da schon noch mal einiges mehr dazu. Aber mein Wissen habe ich zum größten Teil aus Büchern von den USA. Da gibt es einiges sehr gutes Material, was man konsumieren kann. Auch in Deutschland sind unter anderem ein paar Experten vorhanden, bei denen ich auch mal Coachings bezogen habe, wo ich mich eingelesen habe. Aber um ganz ehrlich zu sein, lernt man Copywriting in der Praxis. Ja. Schreib 100 erfolgreiche Werbetexte ab. Und dann hast du so ein erstes Grundgespür dafür, wie so ein Text funktioniert. Und im Endeffekt geht es dann letztendlich darum, wir haben dann einfach für unzählige Agenturen geschrieben und haben dann gesehen, wie konvertieren diese Texte in der Praxis. Also was funktioniert, welcher Angle, welcher Claim, was funktioniert wiederum nicht, was wird oft geklickt, was hat den Leser dazu gebracht, im Endeffekt länger auf dem Text zu verweilen. Und so haben wir dann über die Jahre herausgefunden, im Endeffekt, welche Pattern, welche Formulierungen gut ankommen, wie so ein Text aufgebaut ist und was eben halt auch nicht funktioniert. Ja. Und dann habt ihr eine Firma draus gemacht, die machst du ja zusammen mit deinem Geschäftspartner auch. Genau. Erzähl mal ein bisschen, wie kam das dann zustande? Warum bist du nicht einfach irgendwie zu einer großen Agentur gegangen und hast dann da jetzt Head of Copywriting übernommen quasi? Selbstständigkeit ist ja auch ein Sprung ins kalte Wasser quasi. Wie war das? Ja, wie das bei den meisten Dingen so ist, bin ich auch in diese Branche einfach reingestolpert. Zugegebenermaßen, ich habe mich schon vorher sehr lange mit Marketing beschäftigt. Also ich habe im Internet auch nach Optionen gesucht, wie kann man sich da so verwirklichen, weil ich hatte da schon meine Stärken. Das Thema Copywriting kam eigentlich ursprünglich so, dass wir einen sehr guten Freund hatten, für den haben wir Texte geschrieben, für seine Agentur, der hat die auch direkt verwendet gehabt. Und so bin ich eigentlich von Empfehlung zu Empfehlung immer weiter gerutscht. Was dann ein sehr prägendes Erlebnis war, wo ich mit meinem Geschäftspartner dann irgendwann die Entscheidung getroffen habe, so eine richtige GmbH draus zu machen, weil tatsächlich ist es so in Deutschland, dass die meisten Copywriter machen das so auf einer Freelancer-Basis, ne? Die sind Einzelkämpfer, die machen das, ja, ich sag mal so, der Leitgedanke ist dann immer hinten dran, so eine digitale Nomade zu sein, um die Welt zu reisen, Texte vom Laptop so zu schreiben. Aber wir hatten halt von Anfang an schon immer den Anspruch, eine GmbH daraus zu machen, ein solides Unternehmen, das einfach diese Lücke in Deutschland entsprechend befüllt und Texte in einer immer gleichbleibenden und konstant guten Qualität einfach zur Verfügung stellt. Erzähl mal so ein bisschen, was habt ihr euch da noch vorgenommen? Gibt es irgendwelche Pläne, die ihr jetzt geschmiedet habt, wo ihr sagt, so, da wollen wir hin mit unserer Firma, das haben wir uns als großes Ziel gesetzt, oder ist da so eine Mission, eine Vision, irgendwas dahinter? Als Dienstleister ist unser Ziel, einfach die Agentur in Deutschland zu werden, an die man denkt, wenn einem das Wort Copywriting in den Kopf kommt. Für unsere Mitarbeiter wiederum möchten wir einen Arbeitsplatz schaffen, in dem sie sich wohlfühlen. Ein Umfeld, wo denen auch Energie gibt. Also wir verstehen uns nicht als der klassische Arbeitgeber, wo man sich vom Wochenende zu Wochenende hangelt und im Endeffekt so seine Gesundheit gegen Geld tauscht. Nein, vielmehr haben wir auch umfassende Mitarbeiterprogramme. Also das bedeutet, wir haben eine Kooperation, wir haben ein eigenes Gesundheitssystem, das Chemnitzer Gesundheitssystem, wo unsere Mitarbeiter die Möglichkeit haben, kostenfreie Massage und Gesundheitsdienstleistungen über den gesetzlichen Leistungsträger hinaus zu beziehen. Mhm. Und außerdem eine große Vision von mir persönlich ist es, Teams zu kreieren, die geile Ideen entwickeln, konzipieren und dann auch Exzellenz umzusetzen. Ja. Also ein Umfeld zu schaffen, wo man sich freut, wenn man aus dem Urlaub wieder zurück auf die Arbeit kommt und schon grinsen muss, wenn man an die Kollegen denkt, genau, denen man wieder im Gang begegnet. Ja, ja. Ich denke mal, das waren ja schon einige super coole Tipps dabei. Du hast ein bisschen erzählt über euch, du hast ein bisschen erzählt über die Branche, über Fehler, die gemacht werden und so. Wer könnte sich jetzt konkret an euch wenden? Wo würdest du sagen, wenn jetzt diese Person zuguckt, die sollte auf jeden Fall mal mit euch in Kontakt treten? Also wir betreuen exklusiv Agenturen und Dienstleister im digitalen Bereich. Mhm. Primär ist unser Angebot so aufgebaut, dass wir Werbeagenturen, weil die immer einen hohen Bedarf an Werbetexten jeden Monat haben, auf monatliche Basis mit Copies versorgen. Mhm. Wenn ein Agenturinhaber dabei zuschaut und auf der Suche nach einem zuverlässigen Ansprechpartner ist, der einfach das Fulfillment und die Kundenergebnisse seiner Agentur verbessert, dann kann er sich gerne bei mir melden. Wir werden auf jeden Fall alle Sachen hier unter dem Video verlinken, alle Informationen, Website etc. Dann kann man sich über Julius Chemnitzer, über dein Team noch ein bisschen tiefer informieren, auch wenn es vielleicht darum geht, einen neuen Arbeitgeber in dem Bereich zu finden, werden wir alles entsprechend hier drunter kenntlich machen. Ansonsten super spannende Insights dabei. Vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Danke für die Insights. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.